Hallo, mein Name ist Michael. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Neu-Ulm und absolviere bei der Käsebauer Geländefahrzeug AG mein Praxissemester in der Arbeitsvorbereitung. Also die Aufgaben in der Arbeitsvorbereitung sind sehr vielseitig. Zum einen gibt es zum Beispiel die Produktionssteuerung. Da hilft man beim Erstellen von Kalkulationstools oder auch beim Erstellen von Kalkulationen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass man versucht in der Produktion die Arbeitsschritte und die Arbeitsprozesse zu optimieren und zum Beispiel auch versucht, sie durch automatisierte Lösungen zu ersetzen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel noch die Teilnahme an 5S-Runden zur Verbesserung der Arbeitsplätze oder auch Mithilfe oder Mitarbeit in der Fertigungsplanung durch Erstellen verschiedener Layouts. Mir gefällt sehr, dass es ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld ist, die Arbeitsvorbereitung, und dass man viele unterschiedliche Dinge auch zu tun hat. Und ich habe mir die Arbeitsvorbereitung ausgesucht, weil ich durch mein Studium als Wirtschaftsingenieur ein sehr breites Wissen im wirtschaftlichen und technischen Bereich habe und das in der Arbeitsvorbereitung das theoretische Wissen sehr gut verbessern konnte.